Das Chaos in Italien geht weiter. Am Montag hat es noch geheißen, die Regierungsbildung ist gescheitert. Der Präsident macht einen Finanzexperten zum Übergangspremier. Jetzt am Mittwoch ist wieder alles anders. Die beiden Wahlsieger, die linkspopulistischen Fünf Sterne und die rechtspopulistische Lega, sie sprechen wieder, und zwar darüber, ob sie doch noch eine Regierungsmannschaft zusammen aufstellen könnten, die auch der Präsident am Ende absegnet. Denn genau das war das Problem. Der Mann, den die beiden Parteien als Finanzminister vorgesehen hatten, gilt als ausgemachter Gegner des Euro und der Deutschen. Diesen Mann hat der Präsident nicht akzeptiert. Aber Personen hin oder her. Wenn die Italiener mehrheitlich Populisten wählen, die aus dem Euro raus wollen und unfinanzierbare Wahlgeschenke versprechen, dann wird Italien früher oder später auch eine Regierung aus solchen Populisten bekommen. So ist die Demokratie. Ob sie dann am Ende ihre Versprechen auch einlösen oder doch nur den Karren noch ein Stück weiter an die Wand fahren, das ist aber eine ganz andere Frage.